Also du bist Fascho, ganz klar. Ich glaube das sogar, dass Nicole Fascho ist. Ich bin kein Fascho! Glaub das nicht. Hey, ihr folgt Leute, Medien und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Secret Hitler! Zusammen mit den letzten Leuten, also den Leuten von der letzten Runde, bla bla bla, alle blindfolden! Woo! Mit den letzten Leuten, ihr seid sind das letzte! Alle blindfolden bitte! Lada, das heißt geliebt, Julian sind alle geblindfoldet? Ich glaube, der ist Hitler. What? Luca, Nana, blindfolden bitte! Gott, alle sind geblindfolden. Dann! Ich hoffe, jeder hat seine Rolle schon angeguckt. Und zwar, leider, ja. Jetzt. Wenn ich neu ausgeteilt wurde, ja. Jetzt wird. Nein, wurde nicht. Jetzt wird zuerst Hitler sich entblindfolden und seine Karte rausziehen, aber nicht ablegen. Es ist selber. 3, 2, 1. Jetzt wird Hitler wieder blindfolden. So schnell, wie er das gesagt hat. Ja, das ist als Elf. 3, 2, 1. Jetzt werden die Faschisten entblindfolden und gucken, wer Hitler ist und wer so Faschist ist. Nicht auffällt. Sag mal, könnte man die Fresse halten? Danke. 3, 2, 1, jetzt werden die Faschisten sich wieder blindfolden. 3, 2, 1, jetzt kann Hitler sich wieder entblindfolden und seine Karte reinziehen. 3, 2, 1, jetzt kann sich Hitler wieder blindfolden. Und in 3, 2, 1 können sich alle entblindfolden. Gut. Ich sag ja schon, Julian ist Hitler. Und ich sag ja. Nein. Ich sage doch. 3, 2, 1, Hitler kann und ihr werdet, ja, und ihr werdet euch hinterher wundern, oh mein Gott, er war ja doch nicht Hitler. Wie kommt das nur? Weil es ja auch so schwer ist. Weil man ja auch mehr als 3 Sekunden braucht, um auf B zu drücken. Was ist? Ja, braucht man. Aber was? Die anderen, die nur kurz entblindfolden müssen, nicht, gell? Hä? 3 Sekunden auf B zu drücken? Und die Karte, ich hab meine Maus immer in der Hand, weil ich weiß, oh mein Gott, nebenbei. Krass. Alles klar, ich weiß schon, wer der Erste ist. Wow, also diese Argumentation, ne, die lasse ich aber so nicht durchgehen. Welche? Hä? Ja, die Argumentation, dass ich so schnell an der Maus hab. Ist ja nicht so, dass ich gerade noch Konkubine gegoogelt hab. Also die beiden schon. Ja, Stein, so, du weißt, was eine Konkubine ist, ne? Bitte, Leute, ich mach jetzt ab sofort googeln. Mein Mikrofon so laut, dass man meine Google hört, oder? Das ist Würfel. Ich hab den Würfel nicht. Wo ist der Würfel? Weiß ich hab nicht. Der ist wahrscheinlich wieder bei Gamer. Nein. Gamer-Würfel. Ich hab ihn zu Stein gelegt vorhin. So, ihr Ernst? Alles klar, wo ist die Chest? Ich hab ihn wirklich nicht. Warte, ich hab hier irgendwo die Chest oder irgendwo die Chest, Games? Sebi, hast du den Würfel vielleicht? Das. Hat Julian den Würfel gelöscht? Ich hab den Würfel, ich hab nichts gelöscht. Der Würfel Objects. Hier bei den Würfel. Left Objects. Chips, Monopoly, Uno. Oh, ich werde jetzt schon wissen, dass. Ist das jetzt euer Ernst? Kann ich nicht einfach rechts durchgehen und dann bei dem stehen bleiben? Ja, theoretisch schon. Oh, warte, ich kann, glaube ich, irgendwo einen Würfel finden. Da, Dice. Ich habe einen Dice, warte. Okay. Boom, und zwar ein D7 brauchen wir, richtig? Also D8. So, D8. Bums. Ja, gut, da sind keine Farben drauf. Ja, ist egal. Ja, ist egal. Warte, wir beginnen. 1, Stein ist 1. Stein ist 1, bei 8 wird neu gewürfelt. Was ist es? Es ist eine 8. Okay, 8 wird neu gewürfelt. Neues. 2, also ich. Julia. Gut. Der Hitler. Woo! So. Dann beginnen wir bei Stein, weil andersrum. Ja, Julian, Begründung. Julian Fascho. Begründung andersrum. Bei Gamer, weil Stein sonst als letztes dran wäre. Stimmt. Aber wenn jemand eine Begründung. Ich hasse dich auch. Nee. Hey, du bist als nächstes Präsident Gamer. Deine Mutter. Bitte verarschen. Geil. Meine Argumentation ist Schlüssel. 3, 2, 1. Ist nichts gegen Stein. Ihr toxische Runde. Alles klar, alles Gamer. Klar. Wir sind in einem Team. Pst, Sebi, pst. So, Alter. Alles klar, ey, was, jetzt wir sind zwei. Die Liebereien. Pst. Alle anderen sind verschwunden. Ja, bitte. Zwei? Ich glaube, wir haben. Wir setzen mich nicht auf die schwarze Liste gleich am Anfang. Wenn ich könnte, ne? Keine könnte Sorge. Ich einen krassen Screwjob hinlegen, aber ich lasse es. Ach, nur einen. Was ist ein Screwjob? Schluck erstmal runter, bevor du versuchst, irgendwas zu reden. Ja, genau. Ein Screwjob ist im Endeffekt eine Tat, die sehr verpönt ist. Einmal bitte weglegen. Du gehst nicht zu jemand anders hin und ziehst einfach die Karte. Nice, Shiny, gute Wahl. Ich hab ihm die Wahl gelassen. High five, Julian. Woo! Boah! Ich hab Stein die Wahl gelassen. Ich hatte zwei rote und eine blaue und habe eine rote weggelegt. Stein hat auch eine rote weggelegt. Ich habe das Gefühl, Stein und ich sind jetzt schon in der Liberei. Wir sind diese rote Liberei. Ich sehe schon jetzt. Du bist immer noch Hitler. Bitte tötet Julian einfach. Bitte. Ich war nie Hitler und bin nie Hitler. Ich war wirklich doch jetzt einmal Hitler. Er wird nie Hitler. Ja, bist auch so.
merken wir uns den Satz. Und wenn Sebi hat die ganze Zeit gesagt, ich bin nie Faschist oder Hitler. Game, wir merken uns den Satz. Die ganze Zeit. Der hat viel zu schnell durchgesagt. So. Alter, das ist so eine Schwachsinnsargumentation, als ob man mehr als 5 Sekunden braucht, um auf B zu drücken oder 3 Sekunden. Ist das euer Ernst? Wie kriegst du denn das doch überhaupt? Ja, weil die nur Scheiße labern. Weil ich jetzt die ganze Runde schon wieder nicht beachtet werde mit meiner Meinung und meinen ganzen Sachen, die ich hier mache. Ist halt so. Eure Argumentation ist sowieso irrelevant. Ja, eben. Du wärst Muschi. Okay, er wird voten nein. Vielleicht, weil ich es selber nicht wollte. Nur als Frage, Gamer, warum hast du eigentlich Nana genommen? Weil Bahnhof. Was hat der? Gamer? Braucht keine Gamer ist gemutet. Warum hat Gamer was gemacht, Julian? Nana genommen als Kanzler. Hör doch zu. Und Gamer ist gerade gemutet, deswegen kann er. Wir sollten ein bisschen leiser, Gemüt ein bisschen runterschrauben. Ja, ich weiß nicht, ob mich gerade am meisten aufgeregt habe, ist mir egal. Alles Gemüt ein bisschen runterschrauben und dann kann Gamer, sobald er sich entmutet hat, erklären. Bin gespannt, ob es blau oder rot wird. Vor allem kann Nana jetzt voll ausnutzen, dass Gamer gerade gemutet ist. Weil er sich Nana nicht überlegt, also müsste er nicht eine und Gamer kann sich gerade nicht wehren. Ich warte jetzt, bis er sich wieder entmutet hat. Alles klar. Das heißt, es gibt was zu besprechen. Ich bring mal meinen Salat weg. Boah, Gamer, schaffst du wenigstens auch, wenn deine Hunde kurz bellen. Ist doch scheißegal. Ja. Hallo! So, okay. Erste Frage, warum hast du Nana genommen als Kanzler? Ja, what the fuck? Wir haben erstmal gesagt, alle beruhigen ihre Mütter und jetzt will ich meine Frage beantworten haben. Nur als Frage. Warum darf ich nicht einen anderen wählen? Ist ja, ich frag doch nur. Ich wollte Sebi wählen, aber dann dachte ich mir so, weil ich und Sebi bei Stein Nein gewollt haben, habe ich gedacht, Hi! Okay, ja gut. Ist mir in Ordnung, kannst du machen, ist in Ordnung. Und ich habe nicht die Wahl bekommen. Ich habe 3 rote bekommen. Okay. Gezogen. Ja. Und diesmal habe ich vergessen mitzuzählen, kurz Moment. Ja, gut, Gamer, suspicious, Nana kann mich nicht. Stein, wir beide haben 2 Rote abgelegt, zumindest falls keiner gelogen hat. Ich fühle mich so missverstanden in diesem Spiel, das ist so unglaublich. 6 blaue, sorry. Ja, Nicole, bist du mein Berühmter? Ist also so gut. So, Nicole, wen möchtest du möchten? Wen? Nein. Du kannst bei Gamer nicht. Ich wäre für Luca oder Sebi, weil die noch nicht dran waren. Okay, dann wähle ich mein Schatzi. Alles klar. Ist ja noch alles easy Zone und so, da können wir noch ein bisschen mit Ja stimmen. Achtung. Hier spricht die Staatssicherheit. Die Staatssicherheit. Wir dürfen sich alle unverzüglich Koffer reimen. Zwischenstand 6 rote, 5 blaue müssen da drin sein. Wenn keiner gelogen hat. Hallo? Haben wir schon entschieden? Nein, nicht mal. Das wird doch eh ne Ja, das wird wahrscheinlich eh ne Ja. So viel zu aufpassen. Ich hab vergessen. Können wir jetzt voten erstmal bitte kurz? Das wird hoffentlich eh ein Ja. Ja, okay, dann ist in Ordnung. Gut. Nicole. Ich hab vergessen, das war die weggeworfene Karte, oder? Sollen. Ich habe aus Prozess schon. Das war die weggeworfene Karte, ja. Ja, genau. Die ja, man darf aber theoretisch nicht mehr wechseln. Man merkt schon, das Aufpassen ist hier ganz groß geschrieben und fett. Ja. Wow, schwere Entscheidung, wenn Nicole zweimal blau gibt. Ja, ich hatte 2 blau und 1 rot. Ich habe die rote weggetan, weil ich die rote. Das kann man machen. Das kann man machen. Ja, geil. Weil Luca jetzt eh. Luca ist jetzt eh Präsident. Der kann sich auch beweisen. Und ich würde. Achso, wurde auch genau nicht, weil jetzt. Weil jetzt zwei, ich ja, würde dir empfehlen, Sebi zu wählen. Dann sind nämlich alle Rollen irgendwie ein bisschen klar. Ja, ich bin auch dafür. Der hat noch nichts gewollt und er soll bitte. Bevor hier. Kritisch wird hier mal die Chance kämpfen. Ich nehm's auch auf mich, wenn's 2 rote sind. Was ich nicht glaube, weil wir haben immer noch gut blau dabei. Haben wir nicht irgendwie gelogen? Ja, müssen wir eigentlich noch. Auch wenn ich einen weggelegt habe, sind ja immer noch 3 drin. Jo. Wenn keiner gelogen hat, selbstverständlich. Bei mir ist auch. Ah, es sind schon 4. Oh, yes. Bei dir ist auch, ja. Verstanden war, ja, wirklich. Was, ich muss gerade irgendwie sehen, wie ich mach die One-Marker-Challenge. So, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, ich bin auch gespannt. Jetzt habe ich vergessen, was ich schreiben wollte. Scheiße. Lasst uns eine Mauer bauen. Ja. Einmal hier. Dann bitte noch andere Karten hier. Gut, Stein. Das ist die rote. Das Stein ist Hitler. Er hat schon gesagt. Ja.
Was hast du gezogen? Ich hab eine rote weggelegt. Also du hast zwei rote und eine blaue? Zwei rote gezogen, eine blaue. Alles klar. Ja, ich hab die Wahl. Ja, oh, danke. Drei rote, zwei blaue, wenn noch nichts getan wurde. So, wen wähle ich jetzt? Aber es geht im Moment ohne irgendwelche Probleme, das ist doch super. Wen wähle ich? Wer hat mir noch nicht ans Bein gepisst? Ich bin ja nochmal dran. Ich tatsächlich, glaube ich. Nee, ich glaube, du hast ihm ans Bein gepisst. Ich hab dir ans Bein gepisst, du Stinker. Du hast ihm unabsichtlich ans Bein gepisst. Piss dir immer ans Bein, wenn du möchtest. Das glaube ich sogar nicht gerade. Nein, du bist. Gute Wahl, gute Wahl. Aber Stein pisst. Wobei ich nicht mehr weiß, was Nana gemacht hat. Also Nana war bei Gamer gewählt und die beiden haben was gelegt? Nana hat eine rote gelegt, vielleicht genau. Weil ich drei. Ja, genau, richtig. Aber weil er drei rote gelegt hat, ich will ihm eine Chance geben. Bis jetzt kann man auch eine Chance ihm geben. Definitiv. Und außerdem ist für mich Stein irgendwie liberal, ich weiß auch nicht warum. Und Stein hat ja noch nichts gelegt, oder? Nicole. Doch, hat er eine blaue gelegt. Doch, mit mir eine blaue, oder? Okay, dann geht es okay für mich. Weil dann kann Stein immer noch sagen, er hat keine Wahl bekommen und dann können wir Nana. Kann Stein immer noch lügen, dann. Nee, wie sein Mann des Volkes, wählt Hitler. Baby wird wieder nein bestimmt. Nein. Alle okay. Alter, das ist creepy, alle wählen. Oh, das ist echt creepy. Das ist so abgeht. Okay, warte, ich zieh meine Stimme zurück. War doch nein. Nein. Badum. Einfach aus Protest. So, mal gucken, was jetzt kommt, das ist interessant. Das ist fast unmöglich, dass er jetzt drei blaue und blau. Hat sich als Hitler geoutet. Ein Hitler. Stimmt, du hast mich gewählt. Was? Was ist? Steiner hat es jetzt gecheckt. Was denn? Hallo? Ja, Steiner hat sich gerade als Hitler geoutet. Er hat zu mir gesagt, ich bin Hitler-Wähler und ich hab ihn seit Jahren nicht mehr. Stein ist schon wieder Hitler, glaubst du das? Oh. So viel Glück kann ich auch wieder nicht haben. Waren es drei rote? Ja. Okay. Könnte ich sogar so zwei schon wieder so sein. Komisch. Also wenn ich eure kann Gesichter sein. Sehen könnte, würde ich ja mehr. Andere Frage. Winch. Also ich würde jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt ehrlich. Check Gamer. Check Gamer. Ja? Bitte einmal mischen. Es sind nur noch zwei Karten. Nana, check mich, damit da weiß ich nicht, was du bist. Ganz ehrlich, Sebi haben wir aber schon. Ich würde sagen, check Gamer. Weil Gamer hat aber konnte Gamer nicht dafür, dass er. Ich würde einfach gecheckt werden, damit ich weiß, was du bist. Ich check, dafür, dass ich blaue Nicole. Das ist eine gute Wahl. Das ist eine gute Wahl. Gib mal dann mal bitte deine Karte. Ach so, Nicole hat auch die gelbe Karte. Die gelbe. Die andere. Das wäre auch okay. Nicole hat doch doppelt blau gelegt. Nicole ist ein Random Faktor. Nicole ist. Nein, falsch. Warum? Die nehme ich Nicole. Gerne. Das ist doch die Nicole hat doch doppelt blau. Nicole hat mir doch zwei blaue gegeben. Die muss liberal sein, sonst hätte sie nicht zwei blaue mir gegeben. Nein, muss nicht. Wenn sie liberal wäre, dann hätte sie dir nicht zwei blaue gegeben. Ich hab nichts gesagt. Fascho, okay. Merken, also, eine Sache können wir jetzt daraus festhalten: Nana und Nicole sind nicht in einem Team. Das ist richtig. Du bist Fascho, ganz klar. Ich glaube das sogar, dass Nicole Fascho ist. Ich bin kein Fascho! Glaub das nicht. Halt die Fresse, Julian Fascho! Wenn es nicht stimmt, wieso regst du dich dann darüber so auf? Nach meiner Logik ist es nämlich Nana. Nein, bin ich nämlich nicht. Denkst du mal daran, dass in der letzten Runde Gamer liberal war? Hä? Also, ich überleg mal. Ich bin jetzt zwiegespalten. Ich bin jetzt zwiegespalten. Nicole kann das auch gegen. Ich will aber jemandem proven, dass man weiß, okay, der hat gelogen. Aber nicht zwei blaue als Zwangsmittel geben. Ja, das könnte halt auch für Fascho sprechen, aber ich bin. Das ist so 50-50 für mich jetzt. Für mich sie kann, weil sie liberal ist, kann sie blau gegen. Kannst du mir zwei blaue geben? Sache ist, ich vertraue Stein und Luca. Geben, dass sie einfach so. Dass sie ich bin deswegen am überlegen, ob. Ich folge Nana. Ich folge Nana. So, Sebi, du bist dran mit wählen. Das heißt, Sebi, alles klar. Die Sache ist bei meinem Ausschlussverfahren. Kurzer Zwischenstand, falls keiner gelogen hat. Karten wurden resettet. Nein. Ja, deswegen, ja. Ich mach nein. Bei der Wahl. War Spaß. Das ist mir zu risky. Das wird interessant. Das wird verdammt interessant. Ich nehme nur nicht die. Ich möchte was über Sebi herausfinden. Sebi ist nämlich für mich doch recht suspekt. Ja, die letzte Runde. Warte, nein. Aber. Jetzt mal ganz ehrlich, By the way, wenn ich jetzt eine Fascho gewesen wäre, ne? Jetzt kann ich jetzt auch. Ich hab die.
Ich hab dir das Schild da, keine Ahnung, 10 oder 20 Sekunden da drüber gehalten und hab nicht mehr losgelassen. Ich bin mir halt über Sebi. Wenn ich Fascho gewesen wäre, hätte ich einfach nur losgelassen. Ich bin mir halt über Sebi nicht sicher, weil ich möchte jetzt wieder nicht in die Scheiße reden, weil der auf meiner Seite ist, das finde ich richtig toll tatsächlich. Und ja, ich, hab ja ich bin mir nicht sicher über Sebi und deswegen. Ja, also komm, mach das mal. Also ich bin mir halt nicht wirklich zu Julian halten soll. Ich bin ich glaube fast schon, dass Stein, also mein, ich vertraue gerade am meisten Stein und Luca und dann wäre halt doch entweder Nana oder Nicole, wenn meine Vermutung stimmt. Nana, und dann müssten Sebi und Gamer fast sein, was aber nicht sein muss. Also für mich, also selbstverständlich. Bei Nana und Nicole weiß ich, dass sie auf jeden Fall in einem anderen Team sind, aber ich weiß nicht, wer in welchem ist. Bin ich ehrlich. Nicole, warum Moment, ich brauche noch ganz kurz, bist du eben so auf die Barrikade gegangen und bist mit der Stimme so laut geworden? Weil ich wenn laut du- geworden bin, weil ich hasse es, wenn jemand ganz ehrlich, aber bei TT eine Frage. Wenn ich jetzt. So, sorry. Wenn ich jetzt gesagt hätte, du bist liberal, hättest du den Mund nämlich gehalten. Das, komm, da spricht ich hab zwei rote bekommen. Was hast du gezogen, Sebi? Also hättest du gesagt, ich hab dir zwei rote gegeben als Information. Und dann hast du drei rote alle. Dann hätte ich dir auf Boah, Fall. Also Julian, Julian ist für mich immer noch safe, aber Sebi. Aber jetzt? Sebi glaube ich auch nicht. Herr Präsident. Ich werde das Präsidenten wählen. Du darfst jeden als Präsidenten wählen, das Schild ist egal. Ich bin gerade tatsächlich am überlegen, ob ich dich einfach als Präsidenten wähle. Kannst einfach du machen. Aus dem Grund, weil du im Prinzip gerade keine Chance hattest. Aber hattest du schon eine blaue gelegt oder irgendwas? Ich glaube, eine blaue gelegt, ja, Stein. Ich habe Stein eine blaue gelegt. Beziehungsweise ich habe eine blaue gelegt. Stein hat die blaue gelegt, ich habe die Wahl gelegt. Ich würde eher Gamer oder so oder irgendjemand, der halt spät dran kommt, weil Julian kommt ja in zwei Runden nicht dran. Das stimmt. Ja, aber es hat ja jetzt jeder eine Karte mehr oder weniger gelegt, oder? Das stimmt, wir wissen über jeden zumindest irgendwas. Julian hat blau gelegt, ich hab blau gelegt, du hast ich blau gelegt. Einmal. Stein hat blau gelegt von mir, ich habe rot gelegt von Sebi. Also, ich habe Sebi blau legen lassen, habe blau gelegt, weil Nicole mit zwei blau gegeben hat. Ich hab rot ich hab Nana rot legen lassen. Richtig. Also ich würde jetzt vorerst Nana und Nicole ausschließen. Ja, einfach aus vorlassen, ist okay. Nicht okay. Komplett. Ja, kann man machen. Ich bin liberal. Das sagt ihr beide, das ist das große Problem. Ihr wisst nur, dass ihr ein gegnerisches Team spielt. Ihr wisst aber nicht, wer in welchem Team kommt dann. Ist. Ganz ehrlich, bin ich während der Wahlen einmal auf die Barrikaden gegangen? Nö, machst du das immer? Nein. Können wir? Nein, aber ich kann unsere Stimme auch so erheben. Ich bin dann sagen, ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu, Sebi, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir die zwei außen vor lassen, dann würde ich auch Gamer außen vor lassen, der bis jetzt nur rot verursacht hat. Oder ist jetzt nur meine Meinung. Also ich würde es zwischen mir, Stein und Julian entscheiden. Ich habe gerade eben kurz nachgedacht. Erst habe ich tatsächlich... Oder Gamer eine zweite Chance geben. Erst habe ich eben tatsächlich geglaubt, dass Nicole liberal ist, weil ich dachte, dass Nanas Reaktion, sie zu testen, zwar verständlich war, aber dann hätte es zu sehr ins Konzept gepasst, beispielsweise von einem Fascho sie zu proven. Dann ist mir aber aufgefallen, dass Nicole spielweise vielleicht extra ist, weil sie Fascho ist und eigentlich gar nicht verpeilt ist, sondern eigentlich nur so tut. Ich glaubst du das ernst? Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir tatsächlich eher so vorstellen. Also ich bin für Gamer Second Chance, bevor er gar keine Chance mehr hat. Oder wenigstens Gamer dann als Kanzler wählen. Also Julian glaubt, dass er eine Chance noch hat, sich zu beweisen. Und ich glaube, dass du Fascho bist, Nicole. Danke, Julian. Julian, aber noch leider in ein anderes Lager, da stimme ich bei Luca zu. Was? Einer Sache stimme ich zu Julian. Okay. Nicht. Also Gamer muss noch irgendeinen Kanzler entscheiden. Was glaubst du denn eigentlich, Stein? Ob Dana oder Nicole? Plötzlich waren sie in die Sache. Ich weiß es nicht. Gamer, du kannst bis jetzt noch jeden wählen. Ich hab bis jetzt eine blaue gelegt, weil ich musste und eine blaue freiwillig gelegt, Gamer. Wäre eine Idee. Vielleicht kannst du auch mich wählen, ich weiß die Regeln. Stein, was sagst du eigentlich zu Nicole und Nana? Wenn ich jetzt lege, kannst du mich ja killen. Du kannst ja jetzt jeden killen, der wohnt. Ich halt mich da lieber raus, ganz ehrlich. Ich hab da keine feste Meinung. Aber dann ist wieder der Druck der Oder wir nehmen jetzt Nana oder Nicole und geben einen von beiden eine zweite Chance. Weil jetzt können wir das halte ich für zu gefährlich. Nein, das würde ich nicht machen. Wenn sie rot das würde ich nicht machen. Das war ganz schön dumm, dass ich Gamer eine gerade gegeben habe. Ich würde niemals jetzt... Tatsächlich hätte ich jetzt sehr gerne... Julian, aber wenn jetzt eine Rote kommt, können wir denn die Person killen? Präsident gehabt. Julian, wenn jetzt eine Rote kommt, können wir die Person killen. Ja, aber ich möchte jetzt nicht Gamer Nana wählen lassen, wo Gamer Nana schon mal drei Rote hat gegeben. Also zwei Rote hat gegeben. Das möchte ich nicht machen. Ja, und dann... Jetzt hat er schon gemacht. Trotzdem, ich im Nachhinein
Den Nanal, ja, komm, ich bin dafür. Ich will die zweite Chance bei Nicole haben. Ihr Gamer kann sie immer noch töten, wenn sie rot legt. Und er es ihr blau gegeben hat. Kann er sie immer noch töten? Das stimmt, aber es. Ich will, dass. Es spricht auch nichts dagegen, dass die beiden in einem Team spielen. Es spricht auch nichts dagegen, dass. Ich bin davor, die beiden außen vor zu lassen, ganz. Ich werde jetzt. Ich hab ein Nein gewählt. Ja, ist ja egal, dann kann der Stein jetzt gleich wählen. Wenn wir jetzt einfach die. Können die Wahl ja auch nicht zulassen, ist scheißegal. Müsst ihr ja wissen. Das hat mir zu viel Stein. Risiko tatsächlich. Nana, Phil noch. What the fuck? 3, 2, 1. Oi! Okay. Ein, zwei, dann kommt also Stein entweder wir jetzt. Haben jetzt in die entweder ich bin auf der falschen Seite und hab mich den Faschisten angeschlossen oder wir haben die Faschisten und nee, also das. Stein. Die Wahl also war einfach suspicious. Also ich bin jetzt ehrlich, ich würde, du kannst eigentlich nur mich wählen, weil ich hab nur blau gelegt. Ich hab für eine blaue gesorgt und eine blaue gelegt. Weil Nicole und Gamer. Nana und Nicole wollen wir ja nicht. Ich kann nicht gewählt werden. Ich würde Luca wählen. Wobei, warte, nee, Hitler ist noch nicht, ne? Nee, dann ist er. Nee, ist noch nicht. Ich würde auch Luca vorschlagen. Ich würde Luca dann erstmal als Hitler ausschließen. Das weiß ich noch nicht. Nee, ist er jetzt noch nicht. Hitler-Frage ist ja noch nicht. Ich halte mich halt bei Nana und Nicole jetzt erstmal raus. Wenn jetzt eine rote gelegt wird, dann kann er ja nicht in der ersten Runde oder so gleich auf Hitler an die Macht kommen. Das stimmt. Ich kann mir eine sehr dumme Theorie vorstellen, aber. Nicole? Stimmt. Was? Du musst noch keine Karte legen. Eine Sache. Ja, was ist, wenn beide Faschos sind? Nee. Das kann auch sein. Die Chance besteht nur, weil sie die ganze Wobei, das wäre krass. Das wäre krass. Dass Nana einfach gesagt hat, sie ist Fascho, dass er sich halt. Proven macht. Das kann ich mir sogar vorstellen, weil Nana gerade nicht. Hitler ist oder wie? Das wäre nicht und Nana sozusagen einfach gesagt. Einfach, dass beide Fascho sind. Ihr habt's raus! Das wäre nicht so eine Oh, alle sagen ja. Alle sagen ja. Die Karten hier, oder? Ja. Unwahrscheinlich. Da kann nur ein Fascho dabei sein, wenn alle ja wählen bei so einem Kartenspiel. Wenn ich wirklich Hitler wäre. Jetzt mal rein angenommen. Nein, ich sage nicht unbedingt Hitler. Einfach nur die zwei anderen Faschos. Oder wenn ich Fascho wäre, dann hätte ich ja wesentlich anders reagiert, wenn ich sie jetzt geprüft hätte. Andererseits kann sich Nicole so aufgeführt haben. Aus dem Grund ist sie vielleicht ausgerastet, genau. Weil du ihr Fascho-Kollege bist. Richtig, dass ihr Fascho-Kollege sie als Fascho proved. Die wegwerfen, Stein? Ah, okay. Das wäre ja vollkommen hirnrissig. Oh, nee. Warum? Somit würden wir safe, würden die Liberalen einen der beiden Faschos in ihr Liberalen Lager lassen. 100%. Alles klar, Nicole Newton. Ich weiß, dass ich zwei Rote bekommen habe. Du hast drei Rote bekommen, alles klar. Jetzt ist es schwer, wen er killen. Da würde ich, wen killst du? Es dürften jetzt rein theoretisch ein Killer nur zur Info. Ein Killer jetzt nur noch drei Rote und drei Blaue. Hallo, Stein, du musst jetzt überlegen, wen du killen musst. Und das ist eine große Verantwortung jetzt. Weil wir haben eigentlich keinen, der safe ist. Mach so wie Thomas und seinem Vollidioten und töte dich selbst. Oder ihr fangt an, tötet Nana. Wenn es nicht oder klar ist, tötet ihr mich. Ganz ehrlich, sie könnten auch dich töten. Ganz ehrlich, Nicole töten. Einfach nur, weil sie gerade schon wieder so hatet. Und was ist, wenn du Fascho oder Hitler bist? Ganz ehrlich, Stein, kill Nicole. Einfach nur, weil sie gerade so hatet. Auch wenn ich jetzt Nana sehr starke Schutz nehme, aber... Ich setz gleich meine Kopfhörer an und überleg in Stille. Das ist gar keine schlechte Idee, aber du solltest trotzdem mitteilen, warum. Ja, mach ich dann auch. Kannst du jetzt mal die Patrone anlocken, Julian? So, jetzt. Das mache ich, sobald er argumentiert hat. Jetzt erzählt erstmal, warum sollte man mich töten? Ich verstehe nicht, warum man dich töten sollte. Also. Weil es sein kann, dass du gelogen hast. Ich finde aber. Ja, das hängt einfach vom Vertrauen ab. Er am Suspekten, weil er mich als Fascho. Ja, für Nicole, für dich muss er ja Fascho sein. Wenn er die Wahrheit gesagt hat und du wirklich Fascho bist und ihn jetzt deswegen tot sehen willst. Nein, hörst du aus meiner Sicht? Ist er für mich Fascho? Ich würde gerne wissen. Ich würde gerne wissen, Nana hat. Doch, kann ich erstmal ausreden? Okay. Vielleicht. Weil er hat gesagt, ich wäre Fascho, was ich nicht bin. Und deswegen ist er für meiner Sicht. Ja, natürlich. Fascho. Ja, klar. Und deswegen hate ich ihn. Ja, ist doch klar. Deswegen weiß ich nicht, warum Maulwurf. Denkt, ja, weil sie ihn hatet, ist sie bestimmt selbst Fascho. Ja, weil du instant überhaupt nicht mal irgendwie Stein zu Wort kommen lassen, sondern instant sagst, kill Nana. Ich würde gerne kurz wissen. Weil ich ja einen Hate auf ihn habe, weil er gelogen hat, dass ich Fascho bin und somit einen schlechten Eindruck auf mich macht. Was für Karten hat Nicole gelegt? Das würde ich gerne mal kurz wissen. Gar keine. Die haben mir im Endeffekt zwei blaue gegeben. Ich kann die jetzt nicht abstellen, ohne dass ich wen töte, oder? Kann ich die. Du kannst sie kurz in die Mitte stellen. Nur rückstellen, indem du die tötest. Nein, du kannst auch kurz in die Mitte stellen.
Sie hat bis jetzt nur mir zwei blaue gegeben. Für alle. Also, und Nana hat eine rote weggeworfen. Nana hat eine rote von Gamer legen müssen und was noch? Nichts, glaube ich. Ja, und das war's. Okay. Dementsprechend sind wir beide auf einer Stufe. Nein, theoretisch nicht. Nicole hat ja schließlich eine blaue geforst. Immerhin. Ja, aber im Endeffekt stehen wir beide auf einer Stufe. Das kann man sagen. Ich konnte nichts dafür. Ich tendiere gerade wirklich zu Nicole, weil die meisten Nicole, Theorien... Nicole, wenn halt stehen, hätte sie halt Luke die Wahl entscheiden lassen. Okay, Nero, töte mich, aber dann habt ihr verloren. Das ist schon wieder so eine Aussage, ich bin für Gamer zu töten. Töte mich, dann habt ihr verloren. Okay, jetzt wissen wir, dass du Hitler bist. Ja, bist töte Hitler? Mich. Du bist tot. Bist du Hitler? Okay. Grund dafür Scheiße, war, was? Da Gamer mich nicht ausreden haben Sorry. Lassen, fick dich Gamer, ich war vor kurzem noch Präsident, dass die meisten Theorien, die ihr jetzt aufgestellt habt, ich hab noch gar keine Theorie dafür, aufgestellt dazu. Ja, du die jetzt nicht, sieh wie als Maul. Ich möchte Gamer wählen. Dass die meisten dafür okay, ausschließen, dass Nicole, also Julian, wie heißt es? Dann wäre ich hier für Sebi sogar noch, so. Oder für Stein oder für Nana, aber bei Gamer weiß ich so gar nichts. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, wobei, stimmt, warte, ach so, Moment. Okay, bei lass Gamer weiß ich so gar nichts. Gamer hat eine rote geforst, aber wir wissen nicht, ob er gelogen hat oder nicht. Wenn ihr mich nicht wählt, habt ihr verloren. Mit Joe, ich hab... Ich hatte ja? Genau den gleichen dummen Satz bei. Ich wirke ja, nicht. Nee, falls also, rote liegt, wenn die wirst du wahrscheinlich dann als nächstes gekillt. Also Moment, erstmal die Sache ist. Erst Nicole, du hast Sebi und Nana. Ich bin für Sebi. Moment, Nana. Also erstmal muss ich ganz kurz sagen, ich kann ja nur Sebi, Nana oder Gamer wählen. So, ist bei ja ganz Sebi klar. Weiß man ja aber auch so wenig, das ist das Problem. Der eben, bei Sebi weiß man wenig und bei Gamer weiß man wenig. Bei allen drei wenig. Eben. Aber, bei Nana weiß ich nicht. Aber ich habe Sebi die Wahl gelassen, wo es schon wirklich viele blaue waren und wo wenig rote waren und viele blaue und er hat trotzdem blau gelegt. Ich will Nana einfach aus dem Grund, weil er nicht Hitler ist. Kann er eigentlich kaum. Wenn er Hitler wäre, hätte er, dann hätte er entweder nicht aggressiv Moment, ihr könnt ja, es kann ja noch mal gewinnen. Nein, ja, Moment. Nein, ja, okay. Ich will ja, weil, von den Charakteren, die jetzt gerade so ausverstehen, ist Nana. Nana ist derjenige mit der geringsten Wahrscheinlichkeit. Er kann nicht Hitler sein. Kannst du mal die Fresse halten? Theoretisch haben wir alle gelebt? Ja. Nein, warte. Er kann noch. Wir können jetzt eh nicht mehr zurückziehen. Okay. Aber Gamer. Sobald sie legen, darf man nicht mehr zurückziehen. Ja, aber warte. Yeah! Ja! Ernsthaft? Du Vollidiot! Danke sehr, Julian! Als ob, man! Ich hab all die Tage Wahrheit gesagt. Er ist Problem behalten. Das hat aber aus seiner Sicht genauso Sinn gemacht, hätte er das jetzt gesagt. Du bist halt die ganze Zeit übertrieben ausgeflippt. Ja, ich hab gesagt, ja... In Secret Hitler geht es darum. Zu lügen. Das Problem ist, ich habe Nicole geglaubt. Ich habe Nicole geglaubt, hätte aber niemals gedacht, dass Nana so aggressiv als Hitler spielt. Ja, ich habe Nicole geglaubt, also. Ich hab Nicole geglaubt, dass sie liberal ist. Und habe, ich bin. Ich bin davon. Ich bin davon ausgegangen, dass Nana Faschist ist. Ich bin hundertprozentig davon ausgegangen, dass Nana Faschist ist, aber ich wusste, dass wenn Nana jetzt eine rote legt, dass ich ihn dann auf jeden Fall töten kann. Ohne Faschung, alles klar. Aber ich hab mir halt, ich hätte niemals gedacht, dass Nana so aggressiv als Hitler spielt. War ich wirklich so aggressiv? Natürlich, du hast einen Liberalen geproved und als Faschist geproved. Das habe ich noch nie gesehen als Hitler, noch nie. Also ich sehe das eher als passiv an. Als Hitler hättest du sie doch. Als Hitler hättest du sie doch. Das war eine Aktion, aber dadurch hat sich halt extrem viel. Genau. Entwickelt. Als Hitler. Aber es war an sich nur eine Aktion. Also als Hitler hätte man doch versucht, sie auf seine Seite zu ziehen. Als Hitler hätte. Also ich, wenn ich Hitler spiele, hätte ich jetzt versucht, sie als liberal zu proven, damit sie auf meiner Seite ist. Nein. Wisst ihr, warum ich es gemacht habe? Weil ich süß bin. Weil sich angepisst hat. Ich habe noch kein Bild von dir gesehen, dementsprechend. Oh. Driver hat also. Nein, ich habe es aus dem Grund gemacht, weil aus der letzten Runde war sie auch so ein bisschen so hyperaktiv. Und dementsprechend habe ich einfach mal aus reinem Interesse, wie sie reagiert, gesagt, sie ist Fascho. Und dadurch hat sie sich ja in dem Sinne, weil sie halt etwas lauter geworden ist, selbst jetzt auskatapultiert. Aber warte, ja. Aber du aus deiner Position, warte, du wusstest ja, was sie ist. Also nicht ausgeschlossen im Sinne von, sie ist hundertprozentig jetzt Fascho. Nein, die Sache ist ja. Du warst es bei mir genauso weit. Eine Frage. Ich war doch, Julia. Ja? Im Gegensatz zu sonst war ich doch letzte Runde gar nicht so hyperaktiv, oder? Ich hab. Ich war sonst das letzte Mal, als wir gespielt haben, Sache das war ist, letztes Jahr.
Du warst abwesend hyperaktiv, war wenn man das so betrachten kann. Aber nicht kann. Hyperaktiv. Abwesend hyperaktiv. Es was, war ich, was eher mich so frage, eine passive Hyperaktivität, ja, dementsprechend. Was ich mich frage, Nana, du hattest ja ihre Karte gesehen, dann wusstest du ja, was sie ist. Deswegen war dieses Reaktionsding war ja für dich theoretisch, wenn dann für die nächsten Runden vielleicht entscheidend, aber jetzt gerade für die Runde irrelevant, weil du wusstest ja eh, was sie ist. Jetzt frage ich mich, warum du als Hitler, also es hat jetzt im Endeffekt funktioniert, klar, aber wie du halt darauf kommst, jemanden nicht auf deine Seite ziehen zu wollen, sondern so aggressiv halt zu spielen und denjenigen halt als Faschisten zu outen. Obwohl weil du dadurch... wusste, dass die Faschisten richtig krass sind. Dass ich so ein Steins Regel. Alter, ich hab Julian auf meiner Seite so richtig... Ich hab Luca und Stein hab ich direkt vertraut. Ja, ich ganz ehrlich. Das geil, wir haben einfach nicht so stark auf dich gespielt und gar nicht auf unseren Hitler gespielt. Danke, dass ich mir... die Fresse gehalten, also von dem hab ich eh nichts gewusst. Das Problem war, ich habe... Dass ich auch mal meine Reaktion erklären darf. Okay, ja, dann erklär meine Reaktion bitte. Also, das ist eigentlich meine normale Spielweise. Passiv-aggressiv zu spielen. Okay, next time we know. Weil dadurch habe ich nämlich sozusagen dieses Unscheinbare aufgebaut. Weil ihr wusstet bei mir es nicht genau. Ich schon. Diese Spielweise habe ich halt noch nicht gekannt. Wir wussten bei euch beiden nicht genau. Aber und dadurch habt ihr halt habt ihr eher darauf geachtet, wer die anderen sind. Hey Stein. Ich fand's ja auch witzig, dass wir am Anfang gesagt haben, wir lassen so richtig jetzt Nana und Nicole außen vor, ne? Und dann sagt Miju, ja, ich will jetzt Nana als Präsident. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Nein, das ist ja auch so. Dachte ich mir auch so. Ja, aus dem ganz einfachen Grund. Ja, aus dem ganz einfachen Grund, weil Nana für mich am wenigsten Fascho, meisten Fascho war und am wenigsten Hitler. Ich und Stein haben halt echt gedacht, oh Scheiße, wir werden niemals die einzige Nana mehr zum Person, die man bekommt, als zum Kanzler bekommen und Julian wählt zum Kanzler. So genial. Was? Da bin ich dir so dankbar. Ja, aber das Problem ist, ich kannte diese Spielweise nicht, dass man als Hitler hier einen Liberalen als Faschokott wirft, dann so aggressiv spielt, kannte ich halt nicht. Deswegen war ich mir 100% sicher. Warum sollst du deinen eigenen Hitler umbringen? Ich wollte doch Nana nicht töten. Daran habe ich niemals gedacht. Ich habe irgendwen anders gedacht. Zum Beispiel dich oder Sebi. Aber. Also wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ein Hitler so spielt. Deswegen. Aber ich von mir aus, ich habe die Runde verloren für uns, das gebe ich offen zu, aber ich habe halt niemand. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Hitler so spielt. Übrigens möchte ich ganz kurz dazu sagen, dass ich die meiste Zeit tatsächlich mehr Nicole vertraut habe und nur Nana gewählt habe, weil ich dachte, er sei ja 100% Faschist, aber kein Hitler. Ja, hast du falsch gedacht. Ja. Und ich habe schon so gedacht, als du mir das Schild des Kanzlers hingestellt hast. Das ist jetzt nicht sein verfickter Ernst. Da habe ich kurz weggeschaut und dann schaue ich wieder hin und plötzlich, warte mal. Nein, ich dachte auch so, das ist jetzt nicht sein Ernst, dass er dich echt wählt. Ich und Stein haben echt schon verzweifelt eigentlich. Wir haben schon gedacht, wir werden es nie wieder gewinnen. Ich würde erstmal sagen, das war's für eine Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns dann und bis zur nächsten Folge. Tschüss.